Wird der Mensch gerettet durch Glauben oder durch Werke? Zu dieser Frage gibt es wieder mehr Verwirrung, auch unter den Christen. Dabei fällt auch der Begriff toter Glaube, rettet dieser oder nicht? Die Verwirrung entsteht, weil viele Christen die biblische Wahrheit und Lehre nicht eindeutig differenzieren. Die Bibel unterscheidet eindeutig in Errettung und Nachfolge. Zuerst kommt die Errettung, dann beginnt die Nachfolge. Und die Nachfolge ist weder Voraussetzung noch Bedingung für die Errettung. Und die Nachfolge kann nicht und muss auch nicht die Errettung absichern. Die Bibel macht eindeutig klar, der Mensch wird einzig und allein gerettet durch Glauben, durch den rettenden Glauben und nicht durch Werke. Wie geschieht das? Der verlorene und sündhaftige Mensch muss zunächst durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist überführt werden, so dass er den Zustand der Verlorenheit und Sündhaftigkeit im Herzen und Gewissen erkennt, darüber betrübt ist und diesen bereut. Das nennt die Bibel Buße. Buße ist also eine von Gott bewirkte Betrübnis über den Zustand der Sündhaftigkeit und Verlorenheit. Der Mensch ist überführt. Dieser überführte Mensch kann nun den Herzensentschluss fassen und an Jesus Christus glauben. Das heißt, Jesus Christus annehmen im Glauben als Retter, um aus dem Zustand der Verlorenheit gerettet zu werden. Das ist der rettende Glaube. Dieser Glaube hat nicht den Charakter einer rein intellektuellen Erkenntnis oder eines theoretischen Verwahrhalten von biblischen Fakten, sondern es ist das Vertrauen setzen auf die Person Jesu Christi, das sich anvertrauen an Christus, es ist also ein Glaubensvertrauen. Dies zusammen, die Buße und dieser Glaube, der rettende Glaube zusammen, ist die Bekehrung. Die Bekehrung ist also ein einmaliges Ereignis, bei dem ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus Christus und mit der Bekehrung bekommt der Mensch die Errettung, das Heil Gottes. Die Bekehrung ist also eine Abkehr von der Gottlosigkeit und eine Hinwendung zu Christus. Aus göttlicher Perspektive kann diese Bekehrung, kann dieses Ereignis auch als geistliche Neugeburt bezeichnet werden. Der Mensch wird also neugeboren zu einem Kind Gottes, er ist ein neues Geschöpf und er bekommt das gesamte Heil Gottes, alle Heilstatsachen, die die Bibel dokumentiert, wie zum Beispiel die Vergebung der Schuld, die Reinwaschung von den Sünden, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, das ewige Leben und vieles mehr. Diese Errettung durch Glauben ist ein Werk Gottes und damit vollumfänglich und absolut unverlierbar. Und nun beginnt für das Kind Gottes die Nachfolge im praktischen Glauben. Das Ziel der Nachfolge bzw. Jüngerschaft ist nicht die Errettung, sondern die ethisch-moralische Christusähnlichkeit, also so zu werden, wie Christus ist, ethisch und moralisch, das heißt also eine praktische Lebensführung in Übereinstimmung mit dem Wesen und Wort Gottes. Der Inhalt der Nachfolge ist also eine Lebensführung in Übereinstimmung mit der biblischen bzw. christlichen Ethik und dabei bringt der Gläubige zum Beispiel Frucht, wird es genannt, oder Glaubenswerke oder gute Werke. Die Bibel beschreibt den Inhalt der Nachfolge mit Metaphern, wie zum Beispiel die Rebe am Weinstock, es ist also das Fruchtbringen, oder wie die Wanderung eines Menschen durch die Wüste, oder wie das Wachstum eines Menschen vom Kindesalter zum Erwachsenenalter. Die Nachfolge ist also eine praktische Hingabe im praktischen Vertrauen auf Christus und damit bringt er Frucht, gute Werke und lebt ein Leben in Übereinstimmung mit der christlichen biblischen Ethik. Die Hilfsmittel in dieser Nachfolge ist das Wort Gottes als einziger und verbindlicher Maßstab und Orientierung, der Heilige Geist, der im Gläubigen wohnt und die Kraftquelle ist, das Gebet
und auch die Gemeinde, also die Glaubensgeschwister, die Ekklesia. Der Charakter der Nachfolge ist vielfältig. Zum einen, idealerweise ist die Nachfolge ein Wachstumsprozess. Das heißt, der Gläubige wird kontinuierlich sein Leben lang immer Christus ähnlicher, aber die Nachfolge ist auch gekennzeichnet von Unvollkommenheit, von Unzulänglichkeit, weil der Gläubige hat noch die Sünde in sich. Jakobus sagt, wir alle straucheln oft. Also die Nachfolge ist auch immer noch gekennzeichnet von Sünde. Nun, und dafür gebraucht die Bibel verschiedene Attribute der Nachfolge. Die Paulus spricht von geistlichen Christen, die also in Übereinstimmung leben mit dem Wort Gottes. Er spricht von weltlichen, irdischen oder auch von fleischlichen Christen. Dazu verlinke ich ein Video. Das charakterisiert die Qualität der Nachfolge, die Qualität der Hingabe und Treue. Aber das alles sind trotzdem wiedergeborene Christen, aber sie haben eine unterschiedliche Qualität der Nachfolge. Deshalb ist auch ein Kennzeichen der Nachfolge Schwankung. Das heißt, im Leben eines Gläubigen kann es Phasen geben, in der er viel Frucht bringt, viele Glaubenszwerge, großes Vertrauen hat. Es kann aber auch Phasen geben, wo er wenig Frucht bringt und auch wenig Vertrauen hat und auch wenig gute Werke bringt. Und es gibt auch Unterschiede von den Christen zu anderen Christen, also Unterschiede unter den Christen, was die Treue und Hingabe angeht. Das Ergebnis der Nachfolge ist auf der Erde ein Leben in Übereinstimmung mit Jesus Christus und im Himmel ist es die Belohnung. Das heißt, die wiedergeborenen Christen werden am Richterstuhl offenbar, dazu verlinke ich ein Video, und dort wird die Nachfolge belohnt, also die Hingabe und Treue in der Nachfolge wird da belohnt. Nun, was heißt das zusammengefasst und als Fazit? Die Bibel unterscheidet eindeutig die Errettung durch den rettenden Glauben und die Nachfolge im praktischen Glauben. Die Frage, ob toter Glaube rettet oder nicht, allein die Frage ist schon falsch gestellt, weil in der Frage werden zwei Dinge vermischt, die nicht zusammengehören, nämlich die Errettung und die Nachfolge. Das heißt, die Frage nach dem toten Glauben macht überhaupt gar keinen Sinn, ist in sich schon falsch, aber dennoch verlinke ich ein Video, was denn damit gemeint ist mit dem toten Glauben im Jakobusbrief. Es wird noch ein hypothetischer Fall behandelt, wenn ein Gläubiger angenommen kein einziges Glaubenswerk vollbringt, dann heißt es ganz klar, dennoch ist er gerettet, weil er an Jesus Christus glaubt und die Errettung bekommen hat, obwohl von seiner praktischen Hingabe, von seiner Nachfolge in diesem Prüfungsgericht nichts übrig bleibt. Aber das ist ein hypothetischer Fall. Nun, man muss also eindeutig auseinanderhalten die Errettung und die Nachfolge.